Das heißt, wir sind in der Kindhaltung am Ende der Matte, sodass ihr nach vorne dann den Raum habt, dass wir in die Bewegung gehen. Schließt die Augen in der Kindposition. Wenn es notwendig ist, rückt es ein bisschen nach. Wir werden ein paar Minuten bleiben, wirklich da uns einstimmen. Das heißt, die Position soll so angenehm gewählt sein, dass der Fokus dann auch dorthin gehen kann, wo ich euch hinführe. Ihr könnt es gerne mit Pulse dann arbeiten, vielleicht auch mit einem Block. Schaut, dass der Kopf entspannt ist. Wer sehr offen ist, möchte den Kopf vielleicht eher zu einer Seite drehen. Wir wollen natürlich keinerlei Druck in den Knien oder im Hüftgelenk. Und mit geschlossenen Augen versucht ihr dann langsam wirklich diesen Raum Matte einmal ein bisschen für euch abzustecken, zu definieren. Ihr spürt es ja über den Körper, wie er aufliegt. Nehmt wahr, wie die Gewichtsverteilung sich jetzt am Anfang anfühlt. Wenn das Gewicht sehr stark vorne hängt, dann ist es sicher feiner, ihr nehmt die Arme nach vor, um das ein bisschen auszugleichen. Beginnt langsam, euch bewusster auf den Atem auch einzulassen. Wirklich dieses Einlassen am Beginn. Einmal sozusagen das, was da ist an Atmung, wahrnehmen, annehmen. Auch wenn er vielleicht nicht ganz im Fluss ist, auch wenn er vielleicht kürzer ist. Und dann beginnst den Atem zu vertiefen. Ihn, wenn möglich, nur noch über die Nase fließen zu lassen mit der Einatmung, genauso wie mit der Ausatmung. Findet langsam in einen Rhythmus. Wirklich so ein Einschwingen, ein Fokussieren, ein Ankommen. Ganz gleich, ob ihr jetzt die Arme vorne oder hinten habt, beginnt ihr mit der Einatmung Wirbel für Wirbel hochzurollen. Wer die Hände hinten hat, braucht nur über die Finger drüber zu klappen, dass ihr dann mit dem Ausatmen in Richtung Handballen absenken und den Brustkorb Richtung Decke öffnen könnt.
Mit der nächsten langsamen, ruhigen Einatmung richtet sie euch auf. Über die Fingerspitzen rollt es dann drüber, noch einmal in die Kinn halten, sodass alle die Arme hinten haben. Atmet es vollständig aus. Wiederholt ein zweites Mal das Hochrollen mit der Einatmung. Und ausatmen, kommt es auf die Handflächen, öffnet den Brustraum. Bleibt da ein paar Atemzüge. Gibt dem Nacken Zeit, wenn der Brustraum gut öffnet und stark ist, fühlt sich's vielleicht auch gut an, den Kopf weiter nach hinten zu legen. Mit der nächsten Einatmung kommt es wieder ganz in die Aufrichtung. Nimmt die Finger ineinander, im aufrechten Fersensitz und kreist ein paar Mal die Handgelenke in eine Richtung, immer die Aufrichtung der Wirbelsäule mitnehmen. Wirklich jetzt schon Mula Bandha, Uddiyana Bandha. In die andere Richtung kreisen. Und dann nimmt die Arme mit dem Einatmen hoch über die Seite und senkt es mit der Ausatmung vornüber. Ein bisschen aktiver jetzt von der Position. Manche hatten ja vorhin schon die Arme vorne, jetzt liegen aber die Ellbogen nicht mehr auf. Der Nacken ist lang, der Blick geht nach unten, der Scheitel zieht schon sozusagen nach vor, er gibt uns schon ein bisschen die Richtung. Und versucht es wirklich mit dem Fokus, Hände, Fingerkraft, Handgelenke, Arme, ein paar Mal sanft vorzuschieben mit der Einatmung, bis die Schulterlinie über Ellbogen und Handgelenk steht und mit dem Ausatmen wieder zurück. Macht es in eurem Tempo. Ihr könnt jederzeit natürlich wieder neu die Hände aktivieren. Nehmt auch die Aktivität wahr im Schultergürtel. Wir wollen ja dann gut wegarbeiten von den Ohren. Ihr dürft, manche von euch machen es schon, vielleicht auch leicht drüber gehen über dieses Lot. Das heißt, die Schulter sogar ein bisschen vor die Handgelenklinie bringen. Aber ein starker Rücken, Felicia, also nicht einsinken im unteren Rücken. Dann beginnt sie mit derselben Bewegung in ein Kreisen zu gehen. Das heißt, ihr schiebt, wenn ihr hinten sitzt, das Becken nach links, kommt mit dem Einatmen über die linke Seite vor, schiebt es vorne nach rechts, kommt mit dem Ausatmen über die rechte Seite nach hinten und dann hinten gleich wechseln, über die rechte Seite vor, lange Arme, starke Körpermitte. Kreisen über die linke Seite zurück. Ein zweites Mal links beginnen. Großer Kreis. Lange Arme. Starke Arme. Und rechts beginnen. Dann bleibt ihr nochmal hinten auf den Fersen. Lasst das Becken sinken. Mit der nächsten Einatmung schiebt das Gewicht nach vor, stellt die Zehen auf, kommt mit dem Ausatmen in die Fahrstellung. Lasst abwechselnd die Fersen Richtung Boden gehen. Kommt es dann in kleinen Schritten nach vor. Schließt den Oberkörper Richtung Beine.
Leicht winkeln die Knie, Wirbel für Wirbel hochrollen. Wir falten die Hände im Stehen vor der Brust. Schaut, dass ihr jetzt am Mattenanfang steht, dass wir den Raum nach hinten haben. Wir gehen gemeinsam als Einstimmung dreimal ins Om, nehmen aber gleich die Bewegung und zieht sie die Arme über die Seite nach oben, die Hände treffen sich und mit dem Ausatmen, wir singen dann nachher unser Druck gegeneinander wieder langsam bis vors Brustbein. Versucht da gleich ein bisschen Kraft aufzubauen. Wieder treffen sich, geben Druck ineinander und. Heben noch einmal. Bleibt noch kurz in der Haltung. Versucht, diese Verbindung, unsere Qualität wirklich aufrechtzuerhalten beim Üben. Auch wenn es fordernd wird, wenn wir intensiv in die Kraft gehen. Denkt dran, euch gegenüber wirklich liebevoll zu bleiben. Das heißt nicht, dass ich mich nicht anstrenge oder mich versuche, sozusagen da zu disziplinieren. Aber seid nicht streng mit euch, wenn was nicht funktioniert. Seid nicht streng mit euch, wenn der Körper sich irgendwo meldet. Geht es da nicht sozusagen mit Gewalt drüber. Beobachtet, was da ist. Ihr könnt jederzeit eine Pause machen. Mit der nächsten Einatmung heben die Arme, der Blick nach oben an. Mit dem Ausatmen senken wir vornüber. Mit dem Einatmen öffnen wir. Aus rechts, dann links in den Stütz. Wir bleiben. Wir versuchen es mit dem nächsten Einatmen nur den halben Weg zum Boden abzusetzen. Aktiviert die Finger, bleibt und erst mit dem zweiten Ausatmen legt es ganz am Boden an, der Rippe außen, sodass sie vielleicht so ein bisschen über den Mattenrand drüber schauen. Und mit der Einatmung rollt sie hoch in diese Art Cobra, schön vorne lang. Bleibt ein bisschen, versucht es die Schultern noch sinken zu lassen. Das Brustbein noch mehr zu heben, nur so weit, dass es für den unteren Rücken nicht zu viel ist. Und dann lasst ihr, fangen wir mal links an, die linke Schulter ein bisschen nach vorne Richtung Boden kommen und geht in einen Kreis von vorne nach hinten, immer wieder. Versucht es nicht zu sehr die Höhe zu verlieren im Rumpf. Ganz kraftvoll kreisen. Lass die Schulter dann hinten unten, kommt es mit der Einatmung nochmal ein Stückchen höher, und dann senkt es den Brustkorb, bringt die Hände direkt unter Brusthöhe, kommt es mit der Einatmung in die kleine Gruppe, das heißt, das Becken geht weiterhin auf und aus kraftvoll der Wechsel in die Fahrstellung. In der Fahrstellung richtet es euch ein. Und wenn ihr euch eingerichtet habt, lasst gleich die Seite, wo wir jetzt gearbeitet
gearbeitet haben, die linke nach vorn greifen. Das heißt, ihr nehmt den Blick nochmal Richtung Hände mit der Einatmung, wenn die eine Handlänge so gefühlt weit nach hinten in die Vorstellung. Der Blick geht Richtung Füße. Das Becken zieht zur Decke. Weiterhin versuchen, die Fersen abzusenken. Genau, also Helga versetzt die Hand wieder nach vorne, die linke. Genau. Vielleicht könntest du sogar den Schritt dadurch ein bisschen weitermachen, wenn ihr jetzt Schritte nach vor zu kommen und der linke Fuß will quasi auf Höhe der rechten Hand. Rechts dazu und öffnen. Ausatmen, schließen. Ein, öffnet nach oben. Und ausatmen, senken die Arme ab. Ein, hebt die Arme wieder an, die Felicia ist gleich wieder da. Ausatmen, senkt vornüber. Ein, öffnet. Aus, links, dann rechts, nur in den Stütz, gleich wie vorher. Einatmen, bleiben, aus, ungefähr den halben Weg absenken. Wieder einatmen, dann in dem ganz absenken. Wenn wir in Bauchlage sind, nehmt ihr wieder die Finger nach rechts und links außen, stellt sie auf. Ja, eher auf Schulterhöhe, Helga, also Julia, auch weiter nach vor. Ja? Auf Schulterhöhe nach außen und einatmen, wie so ein Hochrollen, wie ein Tier, wirklich schön vorne aufmachen, nach hinten, unten die Schultern. Höher, Sabine, versucht euch rauf zu rollen. Schultern nach hinten, unten ziehen. Und dann lasst ihr mit dem Ausatmen die rechte Schulter ein bisschen nach vor kommen und geht in das Kreisen. Fester Druck über die Finger und ihr kreist ein paar Mal von vorne nach hinten. Also es hat eine andere Richtung, die sozusagen, wenn wir die Schulter genau aufmachen, wir auch wollen. Entspannt, Monika, den Nacken. Ihr könnt den Kopf auch ein bisschen nach links neigen und hängen lassen. Bisschen tiefer, Helga, mit der Schulter, dass du mehr Bewegung hast. Und dann wieder einatmen, über die Mitte noch ein Stückchen hochkommen. Probiert es noch einmal kurz zu bleiben. Probiert es einmal, ob ihr euch vorstellen könnt, euren Mittel- und euren Zeigefinger zu lösen. Ihr seid auf den Fingerspitzen, Helga, nicht auf den Handflächen. Genau, und löst es einmal Mittel- und Zeigefinger. Gibt es nur noch über diese drei Finger, die bleiben, Druck. Und ausatmen, sinken. Hände unter Brusthöhe ein, wenn möglich schon in die hohe Kobra. Ausatmen in die Fahrstellung. Achtet drauf, wo die Hände sind, Steffi. Jetzt waren sie eindeutig zu weit vorne. In der hohen Kobra will ich wirklich schön diese Rückbeuge, dieses Lot, das senkrecht in den Armen bleibt. Tiefe Atemzüge in der V-Stellung. Wir lassen die rechte Hand langsam nach vorn greifen, in eurem Tempo, mit dem Blick, wenn möglich, kurz nach vor. Und dann wieder an sich ertrischt die Nabel in der V-Stellung. Könnt ihr aber auch gern hinten durch die Beine durchschauen. Ich kann euren Atem nicht hören, vielleicht kann ich manchmal an Felicias Atem ausmachen, ob es für euch auch schwieriger wird vom Rhythmus her. Aber schaut, dass ihr wirklich gut in der Ujjayi-Atmung bleibt. Mit der nächsten Einatmung, großer Schritt zuerst rechts, dann links nach vor. Mit dem Ausatmen schließt. Einatmen, immer ein bisschen die Knie winkeln, wirklich schauen, dass es eine runde Bewegung ist in der Wirbelsäule, wenn ihr euch aufrichtet und dann das Strecken. Aus, Samastiti. Ein, öffnet es wieder über die Arme.
Ausatmen, senkt vornüber. Einatmen, macht es euch lang. Aussteigt rechts, dann links nach hinten, bleibt im Stütz und bringt die Füße ganz zusammen, dass sie sich wirklich treffen. Lasst die Schulterlinie über den Handgelenken. Und wir beginnen ein paar Mal in den Seitstütz aufzudrehen. Wer kann, die Fußposition wird das ermöglichen, ist wirklich mit den Füßen immer übereinander. Beginnen wir wieder nach links. Mit der nächsten Ausatmung dreht ihr zur linken Seite. Mit der Einatmung hebt ihr den rechten Arm. Mit der Ausatmung kommt ihr zur Mitte. Mit der Einatmung bleibt ihr und schiebt euch wieder raus. Mit der Ausatmung nach rechts. Wenn es zu viel ist, dann lässt die Füße nebeneinander. Lang machen mit der Einatmung. Mit der Ausatmung, ohne dass ihr einsinkt, im unteren Rücken wieder zur Mitte. Mit der Einatmung bleiben, rausdrücken. Mit der Ausatmung noch einmal nach links. Ein, wenn möglich, den Blick kurz zur Hand. Die Beckenseite schiebt aus, wieder zur Mitte. Immer die Finger aktivieren, die Schulterlinie, Sabine, wenn möglich, vorne lassen. Mit dem nächsten Ausatmen nach rechts. Einöffnen, ausatmen zur Mitte. Einbleiben, aus, wenn es geht, den Stütz bis knapp über den Boden absenken. Und ein, direkt weiter in die hohe Kobra. Reißt es nicht aus dem Nacken- und Schulterbereich, aus in die V-Stellung. Versucht das gut zu beobachten. Wenn dieser ganze Bereich Nacken, Schulter, Arme müde wird, dann neige ich dazu, dass ich die Bewegung so ein bisschen eben reiß, ein bisschen zu schnell mache. Dann ruhig lieber ablegen oder mal absenken auf die Knie und eine Pause nehmen. Mit der nächsten Einatmung hebt ihr jetzt beide Fersen an. Rollt es mit dem Ausatmen, wenn möglich, gleichzeitig über den Riss drüber und bringt langsam die Knie zum Boden. Schön flach den Riss absenken. Mit der Einatmung öffnet ihr die Kuhhaltung. Mit dem Ausatmen rund wie eine Katze. Blick zum Nabel, Kinn zur Brust, Arme schieben ein, wieder öffnen. Wiederholt es noch einmal. Aktiviert die Finger, streckt die Arme. Ein, wieder öffnen. Ausatmen, fädelt ihr euren linken Arm hinter dem rechten vorbei. Die Handfläche zeigt zur Decke, die linke Kopfseite liegt ab. Und dann nehmt ihr den rechten Arm weit nach vorne. Ihr streckt ihn sozusagen über den Kopf drüber und stellt wieder die Fingerspitzen auf. Und wenn ihr ein bisschen Spielraum habt, vielleicht könnt ihr mit der Hand noch leicht nach links wandern. Aber immer wieder schauen, dass der Arm dabei auch möglichst lang ist. Tiefe, tiefe Atemzüge. Wir bleiben noch. Ihr löst euer rechtes Knie vom Boden, rollt über den rechten Riss, sodass die Ferse nach hinten zeigt, der Ballen aufsitzt und das Knie und dadurch auf die Hüfte strecken. Wer Lust hat, geht weiter mit dem rechten Arm Richtung Decke. Dann nehme ich den Kopf auf, drehe nochmal ein bisschen mit und lasse den rechten Arm nach oben und dann weit nach hinten ziehen. Ihr wollt diese Schulter öffnen. Die Handfläche zeigt zur Decke. Die rechte Brustseite macht auf. Verankert immer wieder den linken Riss im Boden. Ich kann wirklich lang ziehen, vom Knie übers Schienbein bis in die Zehen. Und mit der Ausatmung stellt dann langsam die rechte Hand wieder ab. Bleibt mit dem rechten Bein hinten, kommt mit der Einatmung in ein Ausfädeln über den linken Arm.
Und mit dem Ausatmen nur in einen dreibeinigen Stütz. Das heißt, rechts bleibt hier, linke Hand wieder in Stützposition und das linke Bein streckt nur dazu. Wir versuchen uns da zu halten, solange es uns möglich ist. Bleibt hier in der Position. Wenn die Kraft dann auslässt und ihr sagt, es ist genug, legt sie so, wie ihr seid, am Boden ab. Ihr könnt gerne noch ein paar Atemzüge bleiben. Versucht euch zu halten, noch genug Kraft zu haben, um zu Boden zu kommen. Und ihr legt es dann so ab, dass das linke Bein in der Luft bleibt, der rechte Riss ist flach. Das linke Bein zieht so ein bisschen Richtung Decke. Ihr könnt vielleicht sogar die Hüfte abheben. Arbeitet an der Hüftstreckung immer höher, immer länger im linken Bein. Und dann streckt der rechte Arm zur Seite in dieser waagrechten Linie. Der Blick dreht nach links. Ihr rollt langsam auf die Körperseite rechts. Und vielleicht wollt ihr den linken Fuß dann aufstellen, indem das Knie beugt. Ihr bringt ihn zum Boden. Genau. Merkt euch ein bisschen die Position. Jetzt ist der rechte Arm ganz nach außen gestreckt und lang. Wir werden dann eine kleine Variation später machen. Da werdet ihr dann feststellen, dass es oft nicht viel braucht für einen großen Unterschied. Schaut, dass der Arm dann nicht zu weit nach unten zieht. Also wirklich genau. Ich muss ein bisschen zurückkommen, ne, wenn ich ihn dann höher bringe. Mit der nächsten Ausatmung kommt es wieder in Bauchlage, holt die rechte Hand auf Brusthöhe dazu. Stellt die Zehen auf. Drückt euch mit dem Einatmen in einer Stützhaltung, wenn es geht, hoch. Und dann vielleicht sogar nochmal nach unten bis knapp über den Boden. Ein, das Öffnen in die Kobra. Und aushalten wir die Vorstellung. Lange, gleichmäßige Atemzüge. Atmet vollständig aus. Wer möchte, springt mit dem nächsten Einatmen nach vor. Macht den Rücken lang. Mit der Ausatmung schließen. Einatmen. Öffnet langsam nach oben. Und ausatmen. Samastiti. Ein, hebt die Arme wieder an. Ausatmen, kommt in die Vorbeuge. Einatmen, lang strecken. Ausatmen, links, dann rechts in den Stütz. Wieder halten, wieder die Füße versuchen zu schließen. Wir kommen jetzt auf die Unterarme. Also ihr könnt zuerst den rechten, dann den linken Unterarm ablegen. Und wir probieren dasselbe auf den Unterarmen. Wenn es euch viel ist, könnt ihr gerne auf die Knie gehen. Das heißt, ihr dreht es mit der nächsten Ausatmung auf den linken Unterarm. Wenn das genug ist, bleibt ihr da. Wenn ihr euch vorstellen könnt, dass der linke Arm hebt, geht er nach oben. Dann dreht ihr mit der Ausatmung wieder zurück zur Mitte, bleibt ein Einatmen. Schulter schön vorne lassen, ein bisschen weiter, fast den Schritt für die Zehe. Und dann dreht ihr zur anderen Seite mit der Ausatmung nach rechts. Ein, hochdrücken. Aus, zur Mitte zurück. Einatmen, bleiben, starke Körpermitte, noch einmal nach links. Geht's ruhig mal euer Tempo.
Wenn es zu viel ist, dass die Füße übereinander sind, dann lasst ihr sie, wie gesagt, so, dass beide den Boden berühren. Kraftvoll bleiben, wirklich dieses Ansteuern der Körpermitte spüren. Nicht zu früh den Blick nach oben, aber dann kann er mitgehen. Im Unterarmstütz wieder bleiben. Wir versuchen, mit den Füßen ein Stück nach vor zu wandern, das Becken Richtung Decke zu ziehen, den Blick kurz nach hinten, das heißt diese Delfinposition. Wir haben den Übergang letztes Mal gemacht. Also wer sich erinnern kann und weiß, es ist möglich, es ist nicht so schwierig, wie es vielleicht ausschaut. Ihr beugt die Knie und geht tief mit dem Becken nach hinten unten. Und dann habe ich sozusagen diesen Spielraum, dass ich die Ellbogen löse, das Gewicht nach vor verschiebe und direkt in den Stütz weitergehe. In die Kobra mit der Einatmung, in die V-Ausstellung mit der Ausatmung. Richtet euch ein, lasst euch Zeit. Und mit dem Einatmen hebt die Fersen an, rollt mit dem Ausatmen über den Riss drüber in den Vierfußstand. Atmet ein, öffnet die Vorderseite, zieht die Schultern weg von den Ohren. Atmet aus, Arme bleiben unten, Helga. Und machen. Also zuerst beide Hände am Boden. Wieder zweimal Katze Kuh, also wieder ein, öffnet. Lass die Arme lang sitzen. Aus, rund machen. Ein bisschen enger, vielleicht noch vom Abstand. Also Hände zu den Knien. Ein, noch einmal öffnen. Und dann fädelt der rechte Arm mit dem Ausatmen direkt hinterm linken. Also nicht zu weit das Gewicht nach hinten. Ihr bleibt vorne mit dem Gewicht. Die Handfläche dreht zur Decke. Die rechte Kopfseite legt ab. Und natürlich atmen. Und dann lasst den linken Arm nach vorne strecken. In Verlängerung quasi zur linken Körperseite, stellt die Finger auf, dass ihr mehr Höhe habt. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen nach rechts wandern. Immer in Verbindung mit der Atmung. Schaut, dass ihr da den Atem nicht anhaltet. Dann rollt ihr über den linken Fuß, über den Riss drüber mit der Einatmung. Das Knie löst, also rollt drüber, Helga, stellt es nicht auf, dann passt der Abstand besser. Wenn ich nach hinten drüber roll, genau. Die linke Hüfte dreht so ein bisschen auf. Und dann könntet ihr den linken Arm Richtung Decke nehmen. Zuerst wieder diese senkrechte Linie. Und dann nach hinten ziehen, sodass die linke Brustseite, also die Brustseite noch mehr öffnet, links, genau. Tiefe Atmung. Verankert nochmal das rechte Schienbein und den rechten Riss zur Finne, genau, so ein schönes Langziehen. Mit der Ausatmung setzt die linke Hand wieder ab. Mit der Einatmung fädelt den rechten Arm aus, setzt die Hand auf. Mit der Ausatmung zieht es in diesen dreibeinigen Stütz nur rechts nach hinten ziehen im Bein und bleiben. Bisschen vor die Schulterlinie, Felicia, genau. Ihr bleibt wieder so lang, wie es für euch möglich ist. Schaut, dass die Ellbogen nicht überstrecken, dass der Schultergürtel offen und lang bleibt. Beobachtet. Manchmal werden vielleicht die Arme zuerst müde, bei jemand anderem vielleicht die Körpermitte. Wer abgelegt hat, kann für sich in die Öffnung weitergehen. Jetzt ist es der linke Arm, der nach außen streckt. Die, die noch bleiben wollen, bleiben noch ein bisschen. Genau, und dann ist es der linke Arm, der nach außen streckt. Wir ziehen aus dem rechten Bein weiter in die Länge. Und dann dreht ihr drüber, genau, stellt den rechten Fuß ab.
Wir haben die Hand an sich am Boden gelassen, Monika. Wenn, dann würde ich sie eher sozusagen auch ausstrecken, so wie den linken Arm. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr diese Drehung. Tiefe Atmung. Und mit dem nächsten Ausatmen kommt es zurück zur Mitte. Setzt die Hände auf, sodass die Finger wieder unter Brusthöhe schön fächern und spreizen. Stellt die Zehen auf, bleibt einmal und löst nur die Knie vom Boden. Schaut einmal, was das schon sozusagen an Impuls gibt. Genau. Und dann ist wirklich der ganze Fokus auf diesem Bereich Lendenwirbelsäule und auf dem Druck in die Hände und in den Ballen. Und ich will in der Lendenwirbelsäule nicht unten bleiben. Drückt euch wie ein Brett mit der Einatmung nach oben. Ja, Ellbogen anliegend, Margret. Starker Rücken, Momo. Und dann wieder nach unten bis knapp über den Boden. Ein in die Kobra. Aus in die Fahrstellung. Nicht zu schnell ist. Lass dich vom Atem noch mehr führen. Ihr haltet die Fahrstellung. Die Fersen sinken Richtung Boden. Der Atem fließt. Mit der nächsten Einatmung springt, wenn ihr möchtet, nach vor. Mit der Ausatmung schließt der Oberkörper Richtung Beine. Ein, das Öffnen nach oben. Ausatmen, Samasthiti. Wir gehen in Trikonasana weiter. Ihr öffnet den Schritt nach rechts. Mit der Einatmung dreht den rechten Fuß aus. Und mit der Ausatmung senkt ihr ab. Schön tief über die rechte Hüfte, lang über die rechte Oberkörperseite. Lang über die Arme, der Blick zieht zur linken Hand. Wenn das zu viel ist, nehmt ihn seitlich. Versucht, Monika, den Kopf ein bisschen mehr anzuheben. Stell dir vor, dein rechtes Ohr hebt ein bisschen an Richtung Decke. Ihr bleibt jetzt und bringt mit der nächsten Ausatmung euren linken Arm hinterm Rücken vorbei. So dass ihr, wenn möglich, einfädelt bei der Oberschenkelinnenseite. Wenn sich das nicht ausgeht, einfach den Griff Richtung Oberschenkel. Rotiert nochmal in der linken Schulter nach hinten unten. Erinnert euch, wir sind da ja so schön gekreist. Versucht nochmal den Blick weit über die linke Schulter zu nehmen. Dann lasst ihr den Blick wirklich ganz sinken, winkelt es auch ein bisschen im rechten Knie. Kommt es mit dem Einatmen in eine Grätsche. Der linke Arm dreht jetzt immer mehr hinterm Rücken hoch. Ihr kennt die Position, wo wir hinterm Rücken mit der Handfläche versuchen, zwischen die Schulterblätter zu wandern. Und langsam hebt der rechte Arm, während der linke Arm aufmacht und aufmacht. Öffnet es nochmal über die Körpervorderseite, macht es euch lang. Und mit dem Ausatmen senkt es von über die rechte Hand, geht zum Boden. Einatmen lang, zieht über den Oberkörper. Und beim Schließen in die Vorbeuge kann vielleicht die rechte Hand sogar noch ein bisschen nach hinten nachsetzen. Tiefe Atmung, passt gut, Helga, genau. Langer Nacken. Wir wollen kein unangenehmes Gefühl im Schultergelenk, im Ellbogengelenk, im Handgelenk links. Aber ihr dürft natürlich die Dehnung spüren, gerade im linken Oberarm. Mit der nächsten Einatmung
Hebt sie wieder in die halbe Vorbeuge an, langer Rücken aus, atmet, stützt die rechte Hand ein. Mit leicht gewinkelten Knien kommt es mit der Einatmung hoch. Und dreht mit dem Ausatmen den rechten Fuß ganz nach innen, den linken nach vorne. Dann nimmt sie den rechten Arm Richtung Decke nach oben, Handfläche zeigt nach vorne. Erst wenn ich ganz nach hinten gezogen habe über den Arm, dann kommt die Drehung. Die Hand greift nach unten Richtung linke Hand. Vielleicht ist die Möglichkeit da, dass die Finger greifen. Ein, noch einmal öffnen und ausatmen. So in die Vorbeuge, dass der Oberkörper Richtung linkes Bein absenkt. Wer möchte und da die Kraft und die Öffnung hat, kann dann den Blick mit der Einatmung auch wieder Richtung Zehen nehmen. Aber wenn es für den Nacken feiner ist, lasst sie Richtung Schienbein, Richtung Knie gehen. Aus der Position löst sie mit der Ausatmung die rechte Hand, bringt sie zum Rist oder schon außen zum linken Fuß. Pavrita Trikonasana. Macht euch noch einmal lang über die Wirbelsäule und vorsichtig löst der linke Arm aus dieser Innenrotation und streckt Richtung Decke immer mehr in die Außenrotation. Spürt die Bewegung im Schultergelenk, im Oberarm. Versucht, Sabine, die rechte Hand zumindest am Rist zu nehmen. Oder es kann ja auch das Schienbein sein. Genau, dass ich mehr die Rotation habe. Ganz aktives hinteres Bein. Rechte Fußaußenkante, rechte Ferse ziehen Richtung Boden. Ausatmen, löst den Blick. Einatmen, greift mit den Händen nochmal weit nach vorne. Dreht eure rechte Ferse Richtung Decke. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da wirklich nochmal auf die Fingerspitzen gehen. Versuchen nochmal da tief in die Vorbeuge abzusenken. Wenn notwendig, kann natürlich das linke Knie winkeln. Der Nacken ist entspannt. Das Brustbein wieder zieht nach vorne in die Länge. Und dann beugt ihr im linken Knie, steigt mit dem Einatmen rechts. Dazu zum linken Fuß öffnen, ausatmen, schließen, ein, rollt nach oben, lasst die Arme hängen, Wirbel für Wirbel, richtet euch auf, aus, Namaste, ihr kreist mit den Schultern nach hinten um. Wir öffnen nach links, Trikonasana zur anderen Seite, ein bisschen ungewohnt, vielleicht auch im Steigen mit der Einatmung. Linker Fuß dreht, ausatmen, linker Fuß, genau, ausatmen, Trikonasana. Also das heißt, ihr senkt mit dem linken Arm ab, der rechte Arm streckt jetzt zur Decke, also andere Seite. Versucht eigenständig wirklich an der Ausrichtung zu arbeiten. Dieses Durchgehen, gar nicht zu viel sozusagen über den Verstand, mehr über das Spüren. Ah, da kann ich lang machen. Ah, da kann ich Raum schaffen im Gelenk. Ah, mein Atem könnte sich noch ein bisschen dorthin bewegen. Ausatmen, löst sie den rechten Arm, führt sie hinterm Rücken vorbei, greift Richtung Oberschenkelinnenseite. Also ich gehe noch nicht in diese tiefe Innenrotation, die ich später habe. Da sollte wirklich Spielraum sein, dass die rechte Schulter nach hinten unten kreist, dass der Blick dadurch, wenn der Nacken lang ist und der Schultergürtel offen, nochmal nach oben gehen kann. Mit dem Ausatmen löst sie den Blick. Mit dem Einatmen dreht sie in die Grätsche. Und ihr atmet weiter, ihr führt den rechten Arm hinterm Rücken hoch, den linken zur Decke. Gleichzeitig langsam jeder Arm für sich. Zeit lassen.
Das heißt jetzt, Julia, bring den rechten Arm hinterm Rücken nach oben, dass die Hand zwischen die Schulterblätter zieht. Genau. Einatmen, lang strecken, der linke Arm bis in die Fingerspitzen ist auf Zug und aus in die Vorbeuge. Und dann, wie in allen Vorbeugen, nochmal die halbe Vorbeuge öffnen. Aus, setzt die Hand weit zurück, schließt. Der Blick geht zur Nase. Schaut, dass ihr über beide Füße einen guten Kontakt habt zum Boden. Mit der nächsten Einatmung kommt es in die halbe Vorbeuge. Ausatmen haben wir dann links jetzt eingestützt. Einrichtet euch ganz nach oben auf. Dreht den linken Fuß ganz nach innen, den rechten wieder nach vor. Macht es euch nochmal lang mit der Einatmung. Nehmt den linken Arm nach oben. Die Handfläche zeigt nach vor, der Arm zieht zurück. Und dann greift der linke Arm von oben Richtung rechte Hand dazu. Monika zuerst. Ja, nicht zum Boden, Sabine, sondern ihr greift einmal zur rechten Hand. Schaut zu Felicia, genau, dieses Bündeln hinterm Rücken. Oder der Versuch, falls die Finger noch nicht greifen können. Dann haben wir nach vorne abgesenkt in eine Vorbeuge. Das heißt, ich bin noch nicht so sehr in der Rotation, sondern die Wirbelsäule macht eine Vorbeuge. Die rechte Hüfte zieht nach hinten oben. Die linke Hüfte kommt nach vor. Verankert eure linke Ferse gut im Boden. Und dann haben wir von da weiter gelöst. Jetzt löst den linken Arm, greift zum Rissschienbein außen zum Fuß. Nochmal den Oberkörper lang machen, bevor ihr in die Drehung geht und vorsichtig den rechten Arm lösen. Genießt das. Das ist so der Moment, wo ich wirklich spüre, ah, jetzt ist da die andere Richtung. Jetzt kann ich aufmachen. Und dann in eurem Atemtempo haben wir mit der Ausatmung nochmal nach unten gegriffen. Beide Hände seitlich in den Außen vom Fuß. Wir haben die hintere Ferse, die jetzt Richtung Decke dreht. Dadurch kann die linke Hüfte noch ein bisschen vorschieben. Und ihr greift weit nach vorne über die Arme. Seid auf den Fingerspitzen, hebt das Brustbein. Lasst die hintere Ferse Richtung Boden ziehen. Und haltet so nochmal ein paar Atemzüge in der Vorbeuge. Versucht, den unteren Rücken anzusprechen. Ihm zumindest die Information zu geben, dass er nach vorne schieben soll. Eigentlich in eine Mini-Rückbeuge, wenn wir so wollen. Und dann leicht winkeln im rechten Knie. Einatmen, links dazusteigen und öffnen. Ausatmen, schließen. Ein, öffnet nach oben. Mit dem Ausatmen senken die Arme ab. Wir gehen in ein normales Vinyasa. Einatmen, heben die Arme an. Ausatmen, absenken. Ein lang machen im Rücken. Aus, wenn ihr Lust habt, ein Sprung, sonst ein Steigen. Wir senken direkt ab über den Stütz. Öffnen mit der Einatmung in die Kobra. Ausatmen, Kinn zur Brust, um die Fahrstellung dann einzuleiten. Mit der nächsten Einatmung springt oder steigt ihr hinter die Hände in diesen Kniestand. Das heißt, ihr landet am Riss und senkt es dann auf die Knie, wenn möglich, ab.
Richtet euch auf. Gesäß sitzt nicht auf, sondern die Vorderseite streckt und öffnet. Und wir gehen, ihr kennt alle den Ablauf, ein paar Mal zuerst sanft in die Rückbeuge und abwechselnd in die Kindhaltung. Wirklich schön aus dem Becken mit der Einatmung vorschieben, den Brustraum öffnen und ausatmen, zurück. Wiederholt im eigenen Tempo, versucht wirklich gut zu arbeiten an der Rückbeuge. Das ist immer mit viel Kräftigung verbunden. Geht's wirklich euer Tempo, spürt's? Am Anfang merke ich, mit jeder Wiederholung kann ich ein bisschen mehr öffnen. Ich merke es ja auch am Blick dorthin, wo die Arme ziehen, geht der Blick hin mit. Also wenn möglich, versucht es zu ziehen, zu ziehen, zu ziehen. Jedes Mal ein bisschen mehr. Starke Beine, stark Becken, Felicia, viel mehr nach vorne. Traut euch, das Becken vorzuschieben. Super, Momo. Versucht das ruhig nochmal zu übertreiben, diesen Impuls aus dem Becken vor und dann erst aufmachen. Ich will nicht die Balance verlieren, aber das Gefühl ist, dass es fast so weit kommt. Jetzt gehen wir noch einmal mit der Einatmung gemeinsam hoch. Und dann lasst sie den Blick Richtung linke Ferse gehen. Und lass die linke Hand entweder wirklich Richtung linke Ferse greifen, wenn das Becken vorn bleiben kann. Ansonsten geht die linke Hand zur Oberschenkelrückseite. Und dann bleibe ich und drehe meinen Brustkorb wieder auf Richtung Decke. Der rechte Arm zieht nach hinten, wer sehr offen ist, lasst die Finger nach hinten klappen, sodass der Handballen über der Brücke schiebt. Vielleicht wollt ihr sogar den Blick zur rechten Hand nehmen. Wenn es viel ist, lasst den Kopf nach links geneigt. Das entlastet den Nacken. Und einatmen. Wieder hoch. Geht mit der Ausatmung kurz in die Kindhaltung. Arme zurück, Stirn, wenn möglich Richtung Boden. Schickt ein paar tiefe Ausatmungszüge in den unteren Rücken, in den Bauch, in den Hüftbereich, bevor wir die Seite wechseln. Für jede Rückbeuge wirklich ganz viel Aktivität in der Körpermitte. Und auch wenn ich sie dann in der Bewegung verlieren sollte, suche ich mir dann wieder diese parallele Position in den Beinen, diese schöne Achse. Meistens ziehen dann eben die Knie ein bisschen nach außen. Wenn ihr soweit seid, öffnet es mit der Einatmung. Zieht die Arme hoch. Nehmt den Blick Richtung rechte Ferse. Greift entweder zur rechten Ferse oder zum rechten Oberschenkel. Und dann dreht das Brustbein wieder Richtung Decke auf. Zieht den linken Arm nach hinten. Genau. Vielleicht stell Helga die Zehen auf, dann passt es genau. Stell sie in dem Fall auf, genau, dass du das Becken jetzt mehr nach vorschieben kannst. Das Becken ist sozusagen der vorderste Teil eurer Position. Und dann ein wieder hochkommen, aus in die Kindhaltung. Entspannt den unteren Rücken, gleichmäßige lange Atemzüge. Ein tiefer Atemzug.
Dann richtet ihr euch mit der Einatmung Wirbel für Wirbel auf. Wir gehen nicht einfach zurück, wir spielen uns ein bisschen mit der Kraft. Holt euch die Hände knapp hinter Kniehöhe, die Finger wirklich schön breit. Und versucht einmal mit dem Einatmen das rechte Knie anzuheben vom Boden. Mit der Ausatmung wieder absenken. Dann die linke Seite einatmen. Ausatmen. Dann beide Knie mit dem Einatmen anheben. Aus, wieder absenken. Dann das rechte Bein komplett, das heißt Knie und Ferse, Ferse zieht zum Gesäß. Aus, wieder absenken. Dann das linke Bein komplett, Ferse zieht zum Gesäß. Aus, wieder absenken. Und dann Knie und Ferse gleichzeitig hochheben, versuchen. Und aus, zurücksteigen in den Stütz. Absenken, Vinyasa, bis zur Fahrstellung. Wir schieben aus der Fahrstellung das Gewicht mit der Einatmung noch einmal nach vor in die Stützposition. Legen nochmal am Boden mit der Ausatmung ab. Ihr streckt den linken Arm wieder zur Seite in dieser waagrechten Linie. Ich habe euch schon gesagt, dass wir das wiederholen werden. Und jetzt versucht aber diese Kaktushaltung im Arm. Das heißt, ihr beugt den linken Arm, den Ellbogen, 90 Grad. Nicht aufstellen die Hand, nur den Ellbogen beugen. 90 Grad, genau. Felicia, mach es vielleicht rechts, Entschuldige zuerst, genau. Ja, das heißt, ihr habt den Arm gewinkelt. Genau. Und dann kannst du wieder auf links wechseln, dass wir alle gleich sind, nur dass ihr es gesehen habt. Und dann ist der Übergang der gleiche. Ihr drückt euch mit der rechten Hand hoch, aber seid jetzt wirklich vorsichtig. Ihr dreht das Gewicht auf die linke Seite. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr so leicht möglich, dass ihr den rechten Fuß beugt, und, also Knie beugt und drüber stellt. Schaut, wie weit ihr kommt. Das soll arbeiten da in diesem Übergang zum Brustkorb. Es soll nicht schmerzen im Schultergelenk. Bleibt, atmet tief. Wir wollen natürlich nicht zu viel abheben in der linken Schulter. Dann geht die Öffnung wieder verloren. Das heißt, ich versuche, meinen Kopf und meine linke Brustseite am Boden zu halten. Wenn ich abhebe, mache ich es mir diese Spur zu leicht. Atmet dorthin, wo ihr die Öffnung spürt. Spürst du es gut, Richter? Und dann löst zur Mitte, ausatmen. Einen rechten Arm strecken. In die Kaktushaltung bringen, lasst euch Zeit. Das heißt, mein Ellbogen genau ist auf Schulterhöhe und die Hand geht nach oben. Ja, dreh den Kopf, Helga, zu Julia und dann versuch aber den Brustkorb sinken zu lassen. Lass das Schulterblatt los. Genau. Den anderen Arm, Momo, den linken, könnt ihr bei euch halten, die Hand. Der muss nicht genau. Schön vorsichtig drüber drehen und ein paar Atemzüge dort bleiben, wo ihr die Öffnung spürt. Julia, du könntest fast noch höher mit dem Arm, also wenn du noch mal ein bisschen zurück, ja, wenn es sich da ausgeht, genau. Mit der nächsten Ausatmung dreht's wieder zur Mitte. Holt euch die Hände unter Brusthöhe. Öffnet's mit der Einatmung in die Cobra.
Ausatmen in die Fahrstellung. Ihr könnt natürlich auch den Weg über den Stütz gehen. Ein, kommen wir durch ins Sitzen. Ausatmen, legen wir am Boden ab. Ihr stellt die Füße auf. Nehmt die Arme direkt nach hinten. Hüftbreiter Abstand zwischen den Füßen, die Fersen nicht zu nah heranziehen ans Knie. Und mit den Armen schon nach hinten ausgestreckt, hebt euer Becken mit der Einatmung an. Bleibt gleich, ihr könnt euch gern mit der Höhe so ein bisschen spielen. Spürt wieder die Beinachse, auch wenn die Knie mit der Zeit ein bisschen auseinander gehen. Ich richte sie immer wieder aus, ich lasse die Zehen nach vorne zeigen. Kopf schön gerade halten und ausatmen, wieder absenken. Versucht es dann, wenn ihr jetzt die Hände aufstellt, das nicht gleichzeitig zu machen, sondern wirklich ganz bewusst den rechten Arm zuerst in diese Schulterposition Rücke holen. Das heißt, die Finger zeigen nach vorn. Der Handballen will auch auf der Innenseite Druck geben können. Der Ellbogen steht über dem Handgelenk. Wenn das nicht möglich ist, wenn die Finger noch viel nach außen zeigen, wenn der Ellbogen noch nicht nach hinten drehen kann, beziehungsweise eben nach hinten Richtung Decke, sondern nach außen zeigt. Das sind alles Hinweise, dass vielleicht sozusagen dann zu viel Druck Richtung Schultergelenk kommt, Richtung unteren Rücken in der Brücke. Dann könnte ich mir mit Blöcken helfen. Ihr wisst, in den Stunden stellen wir uns gern zu euch hin und ihr greift unsere Sprunggelenke. Zweite Hand langsam auch schauen, wie ist das auf der linken Seite. Wenn ich mir Blöcke nehme, genau, muss ich sie halt wirklich gut gegen die Wand schieben. Und da habe ich immer die Möglichkeit, vielleicht stelle ich sie, Sabine, sogar zuerst in die Senkrechte, also nicht ganz senkrechte, aber dass du die Außenkante hast, dann ist ein bisschen höher der Block, als wenn du ihn ganz flach legst. Genau, und dann eher längs zu dir. Also nur mit der Kante, genau. Und das Wichtige ist, wenn ich mit Blöcken arbeite, ich finde es super zum Üben, auch wenn ihr so hoch kommt, dass ihr wirklich von oben nach unten lernt, den Druck zu geben. Wenn ich ihn da nicht von oben nach unten gebe, dann verliere ich mich sozusagen. Wenn ihr keine Blöcke habt, sagt es uns und borgt euch welche aus die nächsten Wochen. Wir haben genug im Zentrum und niemand ist hier. Also ihr dürft euch gerne welche holen und auch so ein bisschen üben. Wir versuchen Richtung Brücke hochzukommen mit der Einatmung. Wenn das zu viel ist, bitte schätzt euch selber gut ein. Geht es hier vielleicht nur mit dem Becken hoch? Geht es vielleicht Richtung Scheitel? Atmen. Felicia auch schön tief und gleichmäßig. Ganz sanft. Ihr könnt gern noch die Fersen heben, dann ist einmal der untere Rücken entlastet. Und beim zweiten Mal gehen wir dann ein bisschen tiefer. Genau. Und die Füße, genau, Sabine, dann wieder gerade richten. Ihr könnt es jederzeit wieder ablegen. Helga, schau, dass du den Kopf dann nicht drehst. Genau. Jederzeit mit der Ausatmung wieder ablegen. Und ein zweites Mal, wenn ihr soweit seid, hochgehen. Wenn ihr gut hochkommt, sind die Brücke, die da offen sind, Julia, Monika, vielleicht wollt ihr mal die mit gestreckten Beinen probieren. Das heißt, ihr lasst die Füße nach vorne wandern, bis die Knie keinen Winkel mehr haben. Genau. Dann komme ich besser, und das ist für dich ja vom Fokus, Julia, auch eher wichtig, in die Schulteröffnung. Immer wieder das Brustbein nach hinten schieben. Super. Arme, Monika, lang, lang, lang. Jederzeit wieder absenken. Die Knie zur Brust. Wenn ich die gestreckte Position hatte, wandere ich zuerst wieder ein bisschen rein und dann senke ich ab. Gut ausrollen.
kommen mit dem Einatmen noch einmal hoch ins Sitzen. Wir richten uns in dieser diamantenen Position ein, also aus dem Langsitz, aus Dandasana, bisschen die Füße heranziehen, nicht zu viel, die Knie gehen nach außen und ihr senkt es langsam vornüber. Wir bleiben da jetzt wirklich noch so 2-3 Minuten. Das heißt, versucht da eine gute Position zu finden. Vielleicht braucht es auch rechts oder links oder unter dem Gesäß eine Unterlage, Boden. Vielleicht, so wie die Felicia, einen Polster oder wieder einen Block nehmen und die Hände den Kopf ablegen. Magst du das hören oder geht's? Das geht. Wer sehr offen ist, ja, wer schon selber Richtung Füße kommt, kann natürlich dort den Kopf entspannt ablegen. Und wenn das gut geht, Julia, wir haben es eh auch gemacht, Füße öffnen und versuchen, zwischen den Füßen die Stirn zum Boden zu bringen. Bisschen aufmachen, gerne. Und wenn da eben gerade das bisschen fehlt, nehme ich mir halt dann dort eine Unterlage. Ihr drückt eure Füße nicht zusammen, kommt zur Ruhe jetzt in der Position. Lasst die Ujjayi-Atmung ruhig so ein bisschen weicher werden. Eher wie so eine Yin-Position jetzt zum Schluss. Lange bleiben und beobachten. Wir haben nochmal die Streckung hinten entlang der Wirbelsäule über die Meridiane, Niere, Blase. Wir kommen schön noch einmal in die Muskulatur der Hüften, dieses nach außen rotieren. Aber auch so ein bisschen Richtung Gesäß. Der Kopf kann wirklich schwer werden und loslassen. Vor allem, wenn ihr eine Position gefunden habt, wo er sozusagen aufliegt. Und der Atem fließt gleichmäßig. Ruhig und sanft. Bis zum Bauchbereich hin. Lasst ruhig schon los in den Bandas. Werdet weich, sodass der Bauch nach außen schiebt. Sodass er sich zurückziehen kann, wenn ihr ausatmet. Dann rollt Wirbel für Wirbel hoch und legt den Shavasana langsam ab.
Schön weite Position suchen. Und sinken. Langsam und gleichmäßig sinken. Lasst euch tragen vom Boden. Spürt die tiefe Entspannung, die sich wie so eine Welle durch den ganzen Körper bewegt. Nach dieser intensiven Kräftigung und Öffnung. Nehmt den Vorteil, dass ihr zu Hause seid, vielleicht mit und bleibt einfach liegen länger, wenn euch heute danach ist und die Zeit da ist. Wenn es für euch schon stimmig ist, richtet es euch dann langsam über ein paar Bewegungen wieder auf. Wir kommen zum Abschluss ins Sitzen. Halten die Hände nochmal vorm Brustkorb. Spürt es vielleicht nochmal hin, wir haben es am Anfang erwähnt, vielleicht ist es euch unterm Üben einmal untergekommen, dass das Üben immer auch aus dieser Herzensqualität auskommt, dieser liebevolle Umgang mit sich selbst. Und dann verneigen wir uns zum Abschluss aus dieser Qualität vor uns selbst und voreinander. Vielen Dank. Danke, mein Modell.